Dann gehen wir jetzt mal ins Meer. Ländli Meeresgrund. Mal schauen, was wir am Meeresgrund finden. Das ist ein schönes Carpador-Foto. Wir haben gerade geknutschert. Anscheinend gibt es Pokémon, die sich im Seetang verstecken. Dann noch weiter. Da. Eine Kristallblume. Achso, ja, gut. Ja, wirklich, hat er, wirklich, hat er gemacht. Er hat den Fisch einfach mit einem Apfel beworfen. Da ist wieder Auxiliary. Fand ich das auch noch lustig. Voll fies von mir. Oha. Jetzt wollen wir sie noch reizen. Das ist so eine gute Idee, ist da runter. Wir gehen echt da runter, da unten sind Haie, Mensch. Hilfe. Einfach nur den Walhintern fotografieren. Was ist da mit einem Hai geschehen? Was ist da oben los? Keine Ahnung. Baldorfisch. Arme Artillerie. Gucken wir wieder nach vorne, wa? Ich weiß nicht, wo es hin ist, es ist explodiert. Ist das doof, Alter? Ach Mann. Den Toxas. Keine Ahnung, was sie jetzt machen. Irgendwie abgehen, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Abgehen. Wow. Die Tentoxas auf jeden Fall fertig. Oh, das war's. Warum sagt denn das keiner? Keiner hat gesagt, it's time oder sowas. Manu, musst du das sagen? Mach mich doch ganz kirre, wenn ihr das nicht sagt.
So, 11 Fotos haben wir, also 11 Pokémon haben wir fotografiert mit 58 Fotos. So, Liebekuss oder Liebekuss oder wie auch immer. Carpador. Vielleicht ist das mal ein besseres Carpador-Foto. Corazon. Das glaube ich schon gar nicht mal. Das finde ich eigentlich hübsch, das Bild. Ja, nehmen wir mal mit rein. Okay, 3 Sterne ist, das ist das. Da sind zu viele Blasen drauf, aber das hier finde ich cool. Wie es einfach anschreit, Alter. Oh, ich glaube nicht, dass da irgendwas drüber geht. Der Balduckfisch. Das hier? Das wird sowieso nicht besser sein. Tentoxa. Tentoxa bei Dwayne. Ja, das da, die 7. Die 7. Und Mantax. Können wir einfach mal mit durchnehmen. Meeresgrund am Tag. Oh Gott, ich will endlich wieder Nachtfahrten machen. Nachtfahrten sind cool. So, mal schauen. 3.500 ist eigentlich gut. Dafür, dass ich die so ein bisschen ignoriert habe. Komm, das muss jetzt aber mal besser sein, wa? Ja, das ist besser. Endlich mal ein richtiges Carpador-Bild. Das wird nicht besser sein. Das ist besser? Okay, gut. Das hatte eng ein perfektes Timing. Das habe ich jetzt aber einfach weggeklickt, weil für mich da einfach kein Timing herrschte. Es guckt mich ein bisschen verführerisch an, muss ich sagen. Also sexy Blick hat es drauf. Ich fühle mich, ne? Sieht aus, als ob es von etwas getroffen wurde. Ja, das ist typisch bei mir. Da sage ich schon nichts mehr zu. 4000, nice. Ist ein hübsches Foto. Sehr sexy. Jetzt ernsthaft, besser? Nein. Ja, ja, sind eigentlich alle beide scheiße, die Fotos. Da wird der Auxiliary angeröbst. Anscheinend erlaubt es sich gerade einen kleinen Spaß. Perfektes Timing. Ja, 4299. Das ist meins. Nice. Tohaido. Oh, das wird nicht besser. Ernsthaft? Das wird besser? Ja, von mir aus. Dann nehme ich das halt mit. Baldorfisch. Das ist doch auch ein gutes Foto, oder? Das ist mal interessant. 2000er Größe. 4004. Ah, das ist doch mal. Das ist doch mal nice. Es ist nicht perfekt zentriert, deswegen. Das wird sowieso nicht besser. Tentoxa, das ist doch auch ein Top-Foto, oder? Also bitte. Dieses Verhalten sieht man nicht oft. 2000 Größe, 1000 Positionierung, 4700. Es hätte die Blickrichtung noch ein bisschen besser sein können. Das könnte vielleicht auch besser sein. Ja, nice. Sehr schön. Da, hier haben wir jetzt richtig Punkte gemacht. Hier haben wir richtig Punkte gemacht. Ich hoffe, wir sind Level up. 35.000, das muss auch drinnen sein, oder? Komm schon. Ja, nice. Level up. Gleich beim ersten Mal. Schön. So muss das sein. Deine Erkundung schreitet voran. So muss das doch sein. Du hast 1000 Fotos gemacht. 5 Gift-Pokémon. Übung macht den Meister. Flutschen wir gleich nochmal durch. Jetzt, wo es sich, ne, Level-Up-mäßig da nochmal was getan hat, flutschen wir da jetzt nochmal durch. Knutschert doch wieder. Wer hat hier geknutschert letztes Mal? Hat die nicht geknutscht? Bis jetzt sehe ich noch gar keinen Unterschied, ne?
ist es denn? Unterschied. Nichts. Also mir ist noch nichts aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht ist euch was aufgefallen, aber mir ist noch nichts aufgefallen. Jetzt guckt wieder sexy in die Kamera. Der sexy Blick dieses Fisches. Das schläft oder ist tot? Keine Ahnung. Ich glaube, es wollte gerade irgendetwas machen und ich habe es voll daran abgehalten. Bei Nacht hier durch. Also es hat sich nichts getan dafür, dass wir Level 2 sind. Also mir ist noch ja nichts aufgefallen. Oh, noch die Haie ein bisschen piesacken, wa? Treff sie aber auch nicht. Das war pisst. Okay, das ist einfach nur die Wampe. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Normalerweise ändert sich ja was, aber... mir ist noch gar nichts aufgefallen. Was ist denn da hinten los? Nichts. Lass ich wieder platzen. Also, es tut mir leid, hier ist gar nichts. Hier hat sich einfach gar nichts verändert. Schönes Tentoxa-Bild. Was hast du gesagt? It's time. Entschuldigung, hier ist nichts. Hier hat sich nichts geändert. Ich bin so enttäuscht. Nichts. Wir sind Level abgegangen, aber es hat sich nichts geändert. Ich meine, gar nicht. Wirklich. Keine neuen Pokémon, nichts. Wirklich nichts. Nada? Nothing? Niente? Liebe Kuss. Kann man versuchen. Ich will einfach, dass es mich da so sexy anguckt. Was finden denn? Ups. Das war eins zu weit. Walimer halt beim Röpsen, aber wir nehmen tatsächlich ein Ein-Sterne-Walimer, weil wir es noch nicht haben. Das weiß ich nicht, ob es besser wird. Ich glaube nicht. Das war eher so enttäuschend gewesen. Let's do this.
Weil halt nichts anderes kam. Macht einen entspannten Eindruck. Naja, 4100, das heißt mehr Punkte. Auch wieder entspannt, 4100. Ach, dieser Fisch ist super zu fotografieren. Sehr fotogen, der Fisch. Auch besser. Knapp. Kriegen wir die Punkte zusammen hier? Ja, weiß ich nicht. Sieht aus, als würde es von etwas getroffen. Definitiv besser. Sehr schön. Auch sehr fotogen. Also ich bin ein Fischfotograf. Ich bin ein Fischfotograf. Der Toxer. Ruhigen und entspannten Eindruck. 4200. Ach, genau so läuft das. Das waren eigentlich echt viele Punkte. Wenn ich das mal so sagen darf. Da will ich mal ein fettes Level für haben, wa? Naja. Naja. Mit diesen Daten können wir... Könnte ich... Oh, mit diesen Daten könnte ich eine Lumina-Kugel für Copia entwickeln. Das heißt? Mit diesen Daten... Was heißt das jetzt? Haben wir jetzt eine? Muss mir sagen. Sagt er mir eh nicht. Na gut. Was ich euch jetzt aber sage ist... Feierabend. Bitte mach ein... Am Lenti-Meeresgrund ein Foto von einer leuchtenden Kristallblume. Habe ich jetzt doch die Nacht drinne oder was? Das muss ich erstmal ganz kurz gucken. Nee. Ich habe leider nirgendwo Nacht drinne. Schade. Naja, aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Aufnahmepause. Welche Aufträge, die wir... Alte Rivalen. Es gibt ein Pokémon, mit dem sich Pinsir oft streitet, aber eigentlich verstehen sie sich gut. Kein Plan. Was ist hier ein Pokémon verstecktes? Ja, da. Ja, weiß ich nicht. Egal. Okay. Dann machen wir aber für heute erstmal Feierabend. Ich muss nämlich jetzt gleich noch Temtem aufnehmen. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und beim nächsten Mal werden wir dann mal gucken, dass wir... Ja, weiß ich nicht, dass wir zum Vulkan gehen. Rein theoretisch, dass wir zum Vulkan gehen. Theoretisch. Weil wir ja keine Nachtdinger oder sonst irgendetwas haben, aber... Wer weiß, wenn wir das... Jetzt kam ja nach dem Meeresgrund, kam ja nichts mehr. Ich denke mal, da wird das auch beim Vulkan ablaufen. Ödland, Feuerland, Vulkaninnere. So in etwa stelle ich mir es vor, dass es so ablaufen wird. Und danach vielleicht eine neue Insel oder wir müssen Forschungslevel hochtreiben für Nachtfahrten oder irgendwie sowas. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Ich bin jetzt aber erstmal raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.